damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, Thomas und Playgaddon. Joa, ich würde mal sagen, heute steht die Bestrafung der Challenge an. Ja, ich habe mich jetzt dazu entschieden, die Bestrafung von Clemens zu nehmen. Er hat mir vorgeschlagen, die Verteidigung an den Rand und in die Mitte halt, darf ich Teslas und Bomben haben und jetzt die Minen, Sammler und Lager. Joa, ich würde mal sagen, das werden wir jetzt auch gleich machen. Ja, das werden wir jetzt direkt machen. Jetzt in der Folge, damit ihr seht, mit Beweisvideo sogar 3 Tage wird die Base stehen. Wenn ihr es mir nicht glaubt, dass die Base so lange stehen wird, könnt ihr mal auch bei mir ab und zu meinen Clan vorbeischauen, ob es wirklich noch so ist. Jo, aber lernen darf ich dir, also vom Nichts lernen wurde nichts gesagt. Ja, ich muss mir mal eine neue Begrüßung einfallen lassen. Die ist so Longboard-Tipster 0815 mäßig, das ist nicht so Knorke. Ach ja, es ist 2 Uhr morgens gerade. Ich habe 3 Monster-Intos, weil ich noch meine Physikmappe fertig machen musste, beziehungsweise die ist noch nicht ganz fertig. Ja, also liebe Kinder, was lernt man daraus? Macht eure Hausaufgaben nicht einen Tag vorher, und wenn die dann noch so lang ist wie meine jetzt, dann ja, hat es gar keinen Sinn mehr, die eigentlich anzufangen. Joa, jetzt können wir hier mal die Base weitermachen. Wir können ja noch ein bisschen reden. Worüber auch immer, ich weiß nicht. Mir fällt momentan nichts Besonderes ein, so um 2 Uhr morgens. Es ist 2.39 Uhr, also bald schon 3 Uhr morgens. Um 6 Uhr muss ich aufstehen. Joa, ich würde mal sagen, morgen früh bin ich im Arsch. Ich bin total im Arsch, aber ist ja auch egal. Die dunklen Bohrer tun wir noch in die Mitte. Ja, dann tun wir gleich noch die Teslin dahin, aber das war's dann auch. Und das dunkle Lager nicht zu vergessen. Das ist noch wichtiger als Elixier, als die Elixierlager. So, ich glaube, heute wird das eher eine kurze Folge, aber ich hoffe, ihr seid mir nicht allzu böse. Alter, 59 Mauern haben wir schon auf 9. Das ist richtig heftig. Junge. Das ist schon nicht von schlechten Eltern, würde ich sagen. So, die Elbermauern sind bald leer. Irgendwas wollte ich doch noch in der Folge ansprechen. Genau, nochmal ein großes Dankeschön an wirklich 190 Abonnenten. Also bald haben wir die 200 geknackt. Joa, ich kann euch sagen, da wird ein Special kommen. Was es so vorher noch nicht auf dem Channel gab. Also ihr könnt euch schon mal drauf vorbereiten, beziehungsweise freuen. Ich weiß nicht, den einen oder anderen wird es gefallen, den anderen vielleicht nicht. Also es hat auf gar keinen Fall was mit einem Let's Play zu tun, sondern joa, am besten einfach überraschen lassen. 200 Abonnenten sind ja bald geknackt, also ich freue mich riesig darauf. Ich freue mich wirklich riesig darauf und ich freue mich überhaupt nicht darauf, jetzt so viel Loot zu verlieren bei der What the Fuck Base hier. Ach, die Bauhütten können wir noch reinstellen. Perfekt, ihre Bauhütten. Die Bauhütten sind ja keine Verteidigung, also von daher. Mal gucken, ich werde auch noch einige Verteidigungen auf jeden Fall in den Folgen zeigen. Wie sich hier die einigen so geschlagen haben. Bauhütten kommen dann noch rein, ne? Ja, was denn sonst? Ach, Mist. Jetzt sind die Tesla nicht. Egal. Ist mir egal. Ach, scheiße. Die Tesla können wir noch nicht mal drin stehen lassen. Egal, wenn wir die Tesla an die Mauern stellen. Ach. Das Ding müssen wir auch noch rausschieben und die Bauhütte rein. Irgendwas wollte ich noch in der Folge ansprechen. Das weiß ich ganz genau, aber was genau, das weiß ich jetzt auch nicht. Ich hoffe, die Folge ist nicht allzu langweilig für euch. Denn ist ja auch nicht so spannend zu sehen, wie meine Base hier umgebaut. Wobei, umgebaut, wer wird. Wobei, es geht eigentlich. Ich meine, ihr werdet euch ja freuen, weil da es eine What the Fuck Base ist. Und ich schön darunter leiden werde. Also, joa. Wird schon gut gehen. Hier ein X-Bow. Hier Minenwerfer. Schön nach der Reihe hier sortiert. Minenwerfer hinter Minenwerfer. X-Bows hinter X-Bows. Luftabwehren hinter Luftabwehren. Boah, sieht doch alles ganz nett aus hier. Ah, der Weihnachtsbaum ist da im Weg. Also sieht es nicht ganz ordentlich aus, aber ich glaube, euch stört das nicht allzu sehr. Meine Magiertürme müsste ich bald auch upgraden. Denn auf 6 sind die ein bisschen mager für Rathaus Level 9. Naja, es geht eigentlich. Mager nicht, aber auch nicht besonders pornös.
Joa, also nachdem meine Bogenschützentürme geupgradet werden, beziehungsweise wurden, werde ich die schätzungsweise anfangen. Die Magiertürme, oder kommt noch was dazwischen? Nein, danach kommen die X-Bows nach den Magiertürmen. Joa, ist doch alles in Ordnung. Also das vom Tempo her, mein Dorf geht langsam voran. Wir sind schon Level 98. Bald schon auf Level 100, das wird richtig geil. Das wird richtig geil. So, hier haben wir das Rathaus hin. Hier ein paar Kasernen. Das ist eine sehr schöne Base, die wahrscheinlich auch noch sehr gut halten wird. Hier ein paar Armeelager. 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 So, hier noch eine Kaserne. Und hier was. Und hier. 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 Und WhatsApp-Nachrichten. Und hier. 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 Daraus könnte man Dubstep-Remix machen. Leider bin ich nicht so erfahren mit dem Schneideprogramm, wegen sonst würde ich jetzt was Lustiges einbauen, aber es kommt irgendwann noch. Joa, hier ist eine sehr schöne... Ah, ein Magierturm haben wir ja sogar noch, ne? Joa, stellen wir einfach hier hin. Und hier, und hier. Und hier, und hier, und hier. Und hier, und hier, und hier. Und hier. Eine Bombe haben wir sogar noch, die werden wir einfach und hier hinstellen. So, ich würde sagen, die starke Base wäre jetzt bereit. Dorf wurde... Okay, das wollen wir noch aktivieren. Aktivieren, das starke Dorf. Wir werden sehen. Ja, ich würde sagen, das ist sehr stark, das Dorf. Also, ja, also passt perfekt, das Dorf. Ist auch so strong und so. Ja, ich würde sagen, wir werden noch einmal mit Bartsch angreifen. Und ich werde die Gegnersuche wie immer überspringen. Also, bis gleich. What the fuck? Base Loot. Eigentlich müssten wir mit den Helden diese Base meistern. Schätze ich mal, wenn wir uns nicht zu blöd anstellen, müsste hier einiges drin sein. Sogar 800 Dunkles. Ich weiß nicht, sollen wir das, den Loot, den wir gerade haben, in Mauern investieren oder in den Bogenschützenturm? Aber das Problem ist ja, jeder wird mein Dorf sofort zerbersten, wenn er das sieht. Und deswegen weiß ich nicht. Sparen hat da nicht viel Sinn. Mauern oder Bogenschützenturm? Mauern oder... Ja, komm, wir geben es für Mauern aus. Eventuell, wenn wir hier noch genug Elixier rausholen können, können wir sogar noch 2 Mauern auf 9 machen. Das wäre echt Knorke. Ja, der Barbarenkönig habe ich fast vergessen zu zünden. Das wäre echt bitter geworden. Meine Queen jetzt auf Level 9 fertig geworden. Noch ein Level, dann hat sie den Fähigkeitslevel auf 2. Das wird mega geil. Dann gucken wir mal, wie die Queenchen sich so anstellt. Wo? Ah, Restelixier ist da, okay. Die Queen macht jetzt den X-Bow kaputt, aber leider hat sie sich dumm angestellt. Sie hat sich... Nein! Ah, sehr geil. Diesmal hat sie sich schlau angestellt und läuft zum Elixierlager statt zu den Bogenschützentürmen, die da stehen. Jetzt gleich müssen wir gucken, dass wir sie nicht vergessen zu zünden. Das passiert mir immer wieder gerne. Die paar Bogenschützen, die da noch vor der Queen sind, bieten Tank sozusagen für die Bogenschützenkönigin. Und eventuell können wir die Lager hier noch abräumen, aber ich bin mir nicht so sicher, ob das klappen wird. Wobei, sieht eigentlich relativ gut aus. Ich kann sie sogar noch zünden. Und das wird jetzt geschehen. Jetzt wird der Tesla down gehen. Boah, das hat sich gereimt, oder? Geschehen, gehen. Joa, einigermaßen, ne? Komm, noch ein bisschen Alex. Los, hol Alex raus, hol Alex raus, hol Alex raus, hol Alex raus. Ah, das eine Lager ist da noch und jetzt gehen wir down. Okay, ja. Ich glaube, ja, 135k Gold, 172k Elixier ist in Ordnung, würde ich sagen. Ist doch in Ordnung. Ja, wir werden es in Mauern investieren. Ich glaube, ja, komm, hier ein paar Mauerbrecher hinsetzen, ein paar Kobolde und schon bist du durch, ne? Wo werden wir denn mit den 8er Mauern weitermachen? Ich würde sagen, hier. Oder sollen wir das wirklich für Mauern investieren oder für, oder für die Bogenschützentürme? Ah, das ist so eine Sache, ne? Aber ich meine, wenn mich hier irgendjemand wirklich zerstören will, dann schafft das auch. Ach ja, mein Gewissen muss mir sagen, was wir am besten tun. Mein Gewissen sagt, ja komm, ich farm jetzt einfach ein bisschen. Da habe ich das Gold auch schon wieder schnell drin und jetzt werden wir einfach ein paar Mauern upgraden.
Schadet ja nicht, wenn wir dies tun. Haben wir schon länger nicht mehr getan, oder? Nee. Ist schon etwas länger her, als wir hier ein paar Mauern geupgradet haben. Eine Mauer können wir sogar auf 9 starten. Die hier. Jo, dann würde ich sagen, das war's dann für die heutige COC-Folge. Wenn ich mir ganz kurz anschaue, wie viele Mauern wir schon haben. 60 auf 9 und 52 auf 8. Okay, das ist doch sehr gut. Joa, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Und wenn dies der Fall ist, dann lasst doch ruhig einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keinen COC mehr verpassen wollt, würde ich mich auch sehr über ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.